Hey, liebe Freunde, ich bin's, eure Emily Erdbeer. Ich sende live aus dem Apartment meiner Tante Pauline aus der Apfelgroßstadt. Ihr habt richtig gehört. Es heißt auf Wiedersehen, geliebtes Erdbeerland. Und hallo, Großstadtleben für die kleine Erdbeere. Da ist sie, die coolste und großzügigste Tante, die es gibt. Hi. Sie lässt mich nicht nur bei sich wohnen, sie hat mir auch einen Job verschafft. Stimmt's, Tante Pauline? Ja. Sie sagt, es gibt hier einen Ort, wo eine junge Bäckerin unbedingt hin muss. Die Apfelgroßstadt-Backstuben. Einer der angesagtesten Plätze in der Stadt. Seht euch die Foodtrucks an. Aber hallo, wem gehört denn dieser hübsche? Oh, das wird mein Kuchenstand sein, der außergewöhnlichste Erdbeerschlager. Er ist rosa, richtig hübsch. Und er hat einen super coolen Backofen, in dem ich die verschiedensten Küchlein backen werde. Aber ich bin nicht allein hier bei den Backstuben. Ich bin in Gesellschaft meiner liebsten Backfreunde, sowie Orangella Obstblüte, stimmt doch? Sie macht die besten Smoothies in ihrem Zitrus-Smoothie-Wagen. Mal sehen, wo die anderen sind. Bonnie Blaubeer stellt die verrücktesten Eiscremesorten her, aber jede Sorte ist auf Geruch getestet und zugelassen. Wenn Bonnies Nase sagt, es ist gut, ist es gut. Hab ich recht, Bonnie? Ich bin gespannt, ob deine Eiscreme mithalten kann mit etwas so Süßem wie mir. Versteht ihr? Denn ich bin süß. Das ist Limone Chiffon. Sie weiß wirklich alles über die Apfelgroßstadt. Und das ist Silly Citron. Sie kann alles reparieren. Es ist immer gut, sie in der Nähe zu haben. Also, wenn ihr wollt, seht ihr gern zu. Sie redet nicht viel. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf mein neues Leben in der Apfelgroßstadt. Ich meine, die Stadt ist echt groß. Es gibt so viel zu tun. Man trifft so viele Bärenfreunde. Ich kann es nicht abwarten, euch alles zu zeigen. Bis dahin möchten meine besten Freunde und ich euch noch eine Sache sagen. Okay, liebe Bären, ganz schnell. Meine Batterien gehen zu Ende, so wie wir es geübt haben.